Als ob ein bisschen Heuschnupfen mich davon abhalten könnte, weiter Elden Ring zu spielen. ich habe eine Gräserallergie und Gräser kickt gerade richtig rein. Deshalb, es tut mir leid, ihr werdet in dieser Folge ein bisschen mit Schnupfen und Niesen konfrontiert und gelegentlichem Naseputzen. Ich bin nicht krank, ich habe nur derben Heuschnupfen. Wir springen direkt rein ins Spiel, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich habe offline ein bisschen gespielt, aber keine Sorge, ich habe nichts Relevantes entdeckt. Ich habe nur ein bisschen Seelen gefarmt, hauptsächlich im Main Game, und habe die neuen Waffen geupgradet, damit ich die auch dann mal gescheit testen kann. Ihr habt nichts verpasst, ich habe keine Items eingesammelt, keine neuen Wege erschlossen oder irgendwelche Bosse gesehen oder gelegt oder Dungeons oder sowas. Also, ihr habt nichts verpasst. Wenn ihr hier bei Grumpy Ede live, beziehungsweise wenn ihr bei Grumpy Ede auf YouTube guckt, verpasst ihr nichts. Also, wir gehen rein. Ich muss hier gleich nochmal die Talismänner austauschen. Und ihr seht, ich habe jetzt hier zum Beispiel den Smith Script Dagger und die Firespark Perfume Bottle. Die habe ich aus Versehen auf 25. Habe ich einen Ancient Dragon Stone aus Versehen. Ich habe einmal zu schnell gedrückt. Verschwendet. Also so weit hätte ich es jetzt nicht eigentlich aufgelevelt. Aber egal. Bis 24 habe ich die neuen Waffen gelevelt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie geil ist denn bitte das neue Wurfmesser. Das ist eine neue Gattung. Er wirft also Messer und ihr seht es oben links am blauen Balken, verbraucht keine FP. Das heißt, ihr habt unendlich Fernkampf. Das als erstes Mal. So, man kann den auch den Dolch zweihändig nehmen. Dann sieht das so aus. Dann schmeißt er halt zwei. Und dann haben wir die aufgeladene Attacke. Und das ist einfach erstmal geil. Aber jetzt kommt's. Du kannst dir noch eine Kriegsasche drauf machen und ich habe in meinem Fall den Parry. Und jetzt wird es gleich richtig geil, Leute. Wir machen das mal so. Wir legen uns. Oh, ich muss schon wieder niesen. Entschuldigung. Wir legen uns den Dolch statt dem, oder wir legen uns den auf den Shield-Slot und rüsten rechts zum Beispiel eine Heavy Weapon aus, wie diese Axt, und links den Dolch. Jetzt haben wir hier immer noch den Parry, wie bei einem Schild. Aber wir haben auch jederzeit eine Fernwaffe. Und wenn wir ein bisschen mehr Boing brauchen, haben wir rechts unsere Power Weapon. Ist das nicht geil? Ich finde das absolut mega geil. Wir haben hier unendlich Fernkampf plus Parry plus eine Heavy Waffe. Immer noch Fast Roll oder Mid Roll. Oh, das finde ich einfach geil. Du hast die Asche von der die von der Main nicht. Ja, das ist kein Problem. Dafür gehen wir kurz zweihändig auf die Main. Dann können wir hier die Asche drauf machen. Das ist ja in dem Fall eh nur in Anführungsstrichen ein Buff. Und dann machen wir hier wieder Messer und haben hier unsere Main mit Asche. Gar kein Problem. Also das ist schon mal richtig geil. But wait, there's more. Jetzt zeige ich euch die geilen Parfümflaschen. Ich sag euch, die haben es in sich. Und ich habe, das ist eigentlich eine Dex-Waffe, die Parfüm-Bottles. Ihr seht es hier, ich habe die jetzt auf 25, da haben die ein Dex-Scaling mit B. Ich glaube, du könntest es sogar, wenn du es entsprechend infused, sogar auf... Also, ja, kurz gucken. Auf was? So. Ich habe jetzt Horalux Earthshaker. Der, man kann nicht so viele auf die drauf machen. Achso, ne, kannst nur Standard auf die drauf machen. Vielleicht finden wir da aber noch Messer oder so, dass man noch andere Dings drauf machen kann. Okay, kannst nur Standard machen. Können das Scaling jetzt nicht verändern, aber ich habe jetzt die Auswahl an diesen Skills noch. Aber das ist eh nicht so relevant, weil wir wollen die Parfüm-Bottles echt einfach spammen.
Hier, das ist die Standard R1-Attacke. Aufgeladene R2-Attacke. Hier, 360-Grad-Angriff. Ihr seht es, die Kamera ist jetzt so. Und ihr seht, auch hinter mir explodiert alles. So, und wenn man die zweihändig nimmt... dann explodiert sie. Und auch das kannst du unendlich machen. Macht natürlich nicht ultra viel Schaden. Wir haben jetzt hier, was haben wir? Naja, da, was ist das? 456? Ne, ist nicht 456. 456. 377. Aber ich habe auch nur Dex 24. Dex 24. Lol, Check 24. Also das ist sehr nice. Und die hauen richtig gut rein. Und ich habe das Gefühl, dass die neuen Waffen auch gegen die DLC-Gegner sehr effizient sind. Wir gehen mal hier zu so einem Drecksvogel und testen das mal. Okay. Das ist jetzt nicht sonderlich souverän. Wie gesagt, ich bin kein Decksbild, deshalb mache ich nicht so viel Schaden. Da eigentlich noch irgendwo einer sitzen. Eigentlich sind die immer zu zweit. Da ist noch einer. Das ist natürlich wieder der scheiß Feuerfilm-Effekt. Wir werden noch andere Stellen finden, wo das gewinnbringend eingesetzt wird. Jetzt testen wir mal das Messer. Also hier, Typ hier vorne. Ja, die Range von den Wurfmessern ist nicht sehr hoch. Das hier dürfte zum Beispiel schon nicht reichen. Also ihr seht, das ist zum Beispiel auch ein Kritikpunkt tatsächlich, weil es ist dadurch fast schon eine Nahkampfwaffe. Zwar eine, mit einer guten Reichweite, aber für eine Fernkampfwaffe ist es doch ein bisschen wenig. Aber dafür haut die auch ganz schön rein, wie ihr seht. Oh, jetzt habe ich gepennt. Mann, ey. Wie dumm. Aber ich schätze mal, wenn man den, wenn man die Reichweite zu hoch gemacht hätte, das wäre auch ein bisschen imbar dann. Weil die halt schon auch ganz gut reinhauen. Ich habe die sogar noch mit Fire infused. Muss man nur immer ein bisschen den Stamina-Balken im Auge behalten. Yo, habe ich sonst noch was, was ich zeigen wollte? Backhand Blade. Auch noch nicht benutzt. Das ist ein nice Moveset. Blindspot, das ist der Special. Das könnte nervig sein im
im PvP. Oder? Wenn du das zweimal hintereinander machst, ist auch ganz geil. Oh, die gefällt mir, ey, tatsächlich. Oh, Zweihand. Geil, Alter. Guck mal. Ja, hallo. Ich glaube, das muss ich auch direkt mal upgraden. Oh, das macht mir jetzt schon Bock. Ey, die neuen Waffen, die sind wirklich alle geil. Guck mal, wie schnell das geht. Wie schnell du das hintereinander machen kannst. Ja, okay. Ey, ganz ehrlich. Ich habe genug gesehen. Jetzt müssen wir doch einmal kurz grinden. Aber das kann ich nicht. Das müssen wir einmal kurz machen. Das leveln wir einmal kurz hoch, die Doppelschwerter, oder? Da habe ich Bock drauf, die mal zu benutzen. Oder wie, oder was? Oh Mann, ey, meine Nase, Leute, wenn ihr wisst, wie es mich in der Nase kitzelt. Ich dumm. So, mal hier ganz kurz einmal ein bisschen Seelenfarm, damit wir genug Kohle zum Aufleveln haben für die Waffen. Oder gegebenenfalls noch nachkaufen können. An Steinen. So, das sollte doch reichen. Dann gehen wir in die Himmelsfeste. So, wir werden uns heute vielleicht schon mal in Richtung eines Legacy Dungeons. Also wir gehen heute immer weiter, wir gehen immer weiter. Vielleicht, das zeige ich euch gleich, wobei ich kann es auch hier zeigen. Warte, hier. Also, hier hat man ja angefangen und ich bin quasi so kreisförmig. Bin ich immer weiter gegangen. Ein bisschen mehr Richtung Osten tatsächlich. Ich stehe hier vor einer Burg, ich stehe hier vor dem Eingang. Wir können hier im Norden weitergehen, gucken, was da ist. Hier habe ich mich schon einmal ein bisschen verleiten lassen, habe hier die Katakomben gemacht mit dem krassen Death Knight, der mich, ja, ich würde sagen 50 Versuche gebraucht. Ja, und hier im Osten sieht man, habe ich schon ein bisschen was gemacht. Das letzte Mal. Ja, aber wir können hier reingehen, wir können hier reingehen, aber ich bin halt ein Freund, bevor ich in die Dungeons gehe, will ich immer erst alle Surroundings abgeklärt haben, also... Mal gucken. Ich weiß, ich habe noch nicht einen konkreten Plan, was wir heute machen. Wir lassen uns treiben. Wir wissen nicht, wo das Spiel uns hinführt, was wir entdecken werden. Das ist ja das Schöne. Wir haben keinen Guide gelesen. Wir wissen nicht, was der beste Weg ist. Wir lassen uns einfach treiben. So, jetzt machen wir erstmal die geile Doppelklinge geil. Hier, Backhand Blade. So. Oh ne, jetzt ist 24, so. Ich habe nur 8 Ancient Dragon Smithing Stones. Solange man die nicht kaufen oder farmen kann, werde ich die Waffe nicht auf Max Level machen. Weil ich kann eben nur noch 8 Waffen dieser, also 8 nicht verzauberte oder nicht Sombra-Waffen auf Max Level. Und da weiß man nicht genau, wie viele Waffen wir am Ende noch finden wollen, werden. Aber wir können mit plus 24 können wir schon arbeiten, auf jeden Fall. Jetzt können wir nochmal die Infusionen testen, was da für uns am besten ist. Es kann auch sein, dass ich bald umskillen werde, weil ich habe momentan noch ein Blood-Build mit Arcane, ein Strength-Blood-Build. Und eventuell macht es irgendwann Sinn, auf Strength-Decks zu gehen oder so.
Weil, ja, ich gar nicht so viele Blattwaffen eigentlich benutze. Außer mein Reduvias, aber die benutze ich in letzter Zeit auch kaum. Was wollte ich machen? Ah ja, hier. Gucken wir uns mal die Infusion an. Also ich finde ja, wir bleiben natürlich bei diesem Blindspot. Weil das ja auch einfach eine absolut hier geiler Skill-Move ist. Wir können hier aber auch andere Sachen theoretisch drauf machen, wie man sieht. Hier unser 9 zum Beispiel. Blinkbolt. Lightning Ram, okay. Nee, das ist was anderes. So, wir bleiben. Wir bleiben auf dem. Wir gucken mal, ob wir noch mehr Damage rauskriegen. Bei Heavy komme ich. Ich kann es immer nicht ausrechnen. Jetzt sind wir bei 450, 457. Das hier ist schon mal mehr. Das ist 520 fast. 480. Oh Gott, wie soll ich das ausrechnen? Das sind 306 plus 306. Nee, warte. Doch. Wieso ist denn Fire so stark? 306 plus 306 sind 612, 618. Warum ist... Hä? Ich raff nicht so genau, warum Flammen oder Feuer... Warum Feuer so stark ist, ehrlich gesagt. Lightning ist 170 plus 170 ist 340 plus 150 490. Was habe ich hier gesagt? Das ist 600. Sacred. 400, 500, Poison 470, Blood 470, Okkult 500, Cold. Ja krass, ey, Fire scheint das Beste zu sein, oder? Rein vom Damage-Output. Allerdings bei Blood haben wir natürlich 112 Blood-Build-Up. 470. 482. Und 112 Blood-Build-Up. Das versus 600 Raw-Damage ohne Blood-Build-Up. Ja. Könnte man für beides wahrscheinlich Argumente finden. Dann nehme ich aber vielleicht doch Blatt. Was sagt ihr? Lieber Fire oder lieber Blatt? Maximum Raw Damage oder ein bisschen weniger Damage, aber dafür Blatt Loss. Problem bei Fire ist, wenn wir halt Fire-Resistenz haben. Bei einem Boss, bei einem Gegner. Aber auf der anderen Seite, gut, kann ich natürlich auch die Blood-Resistenz. Blood. Ihr sagt Blood. Okay, mach mir Blood. Komm. So. Noch irgendwas? Nee. Dann müssen wir aber auch entsprechend nee, da mache ich was anderes. Dann machen wir hier auch schön. Was machen wir? Was machen wir noch rein? Ist das noch mal?
Dann neu. Okay, dann können wir jetzt tatsächlich mal spielen. Und zwar gehen wir... So. Kombo. Das ist schon eine nette Kombo. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wo wir weiter gucken. Also hier, da, darunter, da können wir natürlich auch weitermachen. Wo ist denn, hier scheint es eine Map zu geben übrigens. Aber wie kommen wir da hin? Das wäre noch ein ganz schönes Stück von hier nach hier. Ansonsten kommt man direkt von da dahin. Muss man wahrscheinlich hier... Ich schätze mal, dass es ein Legacy Dungeon ist hier. Irgendwie sieht so aus. Wir können auch einfach... Ja, hier sind wir ja schon lange. Aber diese Katakomben... Gehen wir erstmal hier in Norden gucken. Das hier so ist das hier, oder? Oh, Jesus. Sorry, Leute. Oh, Mann, es nervt so krass. Okay, es kommt nichts. So, wir wollen die Doppelklinge jetzt mal in Action sehen hier. Guckt euch an, wie geil es einfach aussieht. Aber hier ist ja falsch, hier wollte ich ja gar nicht lang. Ich kriege wirklich Glücksgefühle von einem Videospiel. Das habe ich sonst nicht mehr. Wirklich bei keinem anderen Spiel. So, da schnitzen wir uns jetzt durch. Okay, das war wenig. Bisschen gewöhnungsbedürftig, weil er sich tatsächlich sehr viel bewegt dabei. Aber sehr, sehr gut. Das ist schon geil, die Waffe auf jeden Fall. I like it. Und ich glaube, der hat ordentlich Stagger Damage, der Blind Spot hier. Leute, das macht einfach richtig Bock. Ey, die neuen Waffen machen alle richtig Bock. Ich sage es euch. So, was ist hier? Nicht zu weit wegrennen. Hier waren wir nämlich noch gar nicht.
müssen wir erstmal checken. Ich habe übrigens, also ein paar Sachen sind mir natürlich auch schon, kann man nicht entgehen, wenn man so viel FromSoft-Seiten und Content-Creatern und so weiter folgt wie ich. Ich habe gehört, man soll die Gegend hier auch bei Nacht erforschen. Es wohl sehr viele Sachen gibt im DLC, die nur nachts passieren. Nein, bitte keine Tipps geben für Fundorte von Sachen. Ich werde es schon finden. Da kriegt man fast schon so ein bisschen Anor-Londo-Vibes, wenn man da so hochguckt und sieht da so eine Fassade. Aus hier. Das hat schon. Ist da ein Drache? Das ist Drache. Zombie-Drache oder sowas. Ich wollte schon sagen, das sieht auch klassisch nach einer Drachen-Arena hier aus. Nichts in der. Nichts weit und breit, außer ein paar Bäume, die umknicken können. Erstmal hier. Ja, ist echt so ein hässlicher Holzhaufen oder Drache, man weiß es nicht. Gucken natürlich an jeder Klippe nochmal runter, ob wir irgendwas sehen. Das sieht einfach so episch aus. Jesus, ich liebe es einfach so sehr. Gab ein Interview mit, weiß ich nicht, irgendeinem englischen oder amerikanischen Magazin mit Miyazaki zum Release jetzt. Da wurde er gefragt, ob er schon sein Traumspiel gemacht hat. Und da hat er in einer vagen Andeutung gesagt, sinngemäß, lassen Sie mich so ausdrücken, es nimmt konkretere Formen an. Oder ich denke konkreter drüber nach. Und es soll nicht Elden Ring 2 sein. Also Miyazaki ist schon wieder gedanklich am Gucken. Wird wahrscheinlich noch ewig dauern, 5 Jahre, keine Ahnung, wer weiß. FromSoft ist halt so unberechenbar. Eigentlich haben die ja immer was am Köcheln. Wenn sie was releasen, ist schon das nächste am Köcheln. Ne? Armored Core kommt raus, aber natürlich ist hier der DLC schon am Köcheln. So war es schon immer. Es ist eigentlich bringen die immer so alle 2 Jahre oder so, wie kann man es sagen? Alle 2 Jahre kommt eigentlich was raus von FromSoft, oder?
manchmal, also ich bin gespannt. Es wird irgendwas kommen. Irgendwann wird er nochmal ein Spiel machen und ich bin sehr gespannt, was dann das zu bedeuten hat, sein Traumspiel zu machen. Leute, ich habe eine Höhle gefunden. Was ist hier? Was sind wir? Oh. Das scheint mir nicht nur eine Höhle zu sein, sondern Eingang zu einem Legacy Dungeon oder so. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier durchgehe, dass das Ding runterkommt. Okay. Ah, das ist der Raum, den kennt man aus dem Trailer mit den ganzen Kübeln. Aber ich will jetzt noch gar keinen Legacy Dungeon machen, tatsächlich. Aber wir nehmen das Bonfire. Bellurat Goal. Jade. Ich kann das auch immer so schlecht einschätzen, wie lange Miyazaki an einem Spiel sitzt oder kann der an mehreren Spielen gleichzeitig sitzen und ich habe da echt nicht den Durchblick. Aber ich könnte mit leben, wenn er alle 2 Jahre alt ist. Wie sieht das denn aus, bitte? Das sieht ja nur geil aus. Holy shit, sieht das gut aus. Aber ehrlich gesagt will ich jetzt hier noch nicht rein. Ich will noch weiter die Oberfläche. Ja, schlechter Feind, würde ich mal sagen. Wer wimmert denn hier? Der. Das ist Allergie. Das ist reine Allergie. Aber dafür ziemlich heftig. Ich habe das ab und zu mal, wenn ich draußen im Grünen bin. Juni, Juli, August sind bei mir die härtesten Monate. Da knallt es richtig rein. Schön tief und hoch. Überhaupt die Vertikalität in diesem Spiel ist sowieso ein Raid ziemlich krass. Nils Bohmschroff, alter Elden Ring Gefährte, ich hoffe, ihr habt auch schöne Erlebnisse gehabt in diesem fantastischen Spiel. Herzlich willkommen
Ich hoffe, die Diskrepanz zu Nils Spielweise ist nicht zu krass. Weil ich bin natürlich überragend in dem Spiel. Oh mein Gott! Jesus, habe ich mich erschreckt. Fucker, ey. Gerade wenn ich wieder ein bisschen gepostet habe, muss das passieren, ne? Jedes Mal, wenn ich das Maul aufreiße, passiert mir was Dummes. Das geht mir so auf den Sack. Och, mein Herz. Ich habe immer Schiss in dem Spiel, dass mir was auf den Kopf fällt. Irgendwas von oben runterklatscht, gehen wir erstmal hier links rein. Ah, siehst du? Hab ich doch gesagt, kommt direkt von oben was gedroppt. Silverhorn Tender. Temporarily boost item discovery. Okay. Aber warum? FromSoft droppt sowas ja nicht einfach so hier. Wollt ihr mir sagen, ich soll hier Gegner farmen, weil die hier was Geiles droppen können? Habt ihr deshalb das Item dahin gepackt? Ich weiß es nicht genau. Bitte brich nicht ein. Stein fliegt offensichtlich weiter als Messer. Ich interagieren. Frozen Maggot, Frozen Maggot. Alter, geht das da tief runter. Und wie gut es einfach aussieht. Natürlich immer die Gefahr, wir kommen vielleicht nicht zurück. Deshalb gehen wir erstmal da lang, wo wir wissen, dass wir zurück können. Ach, hier ist eh nichts mehr. What the fuck? Wo kommt der denn her? Dieses Gejammer, es ist, als ob sie Gen Z eingebaut hätte. Gen Z Diss! Ja, ab und zu gibt es ja auch ein bisschen Comedy. Hauptsächlich Boomer-Comedy.
Ach, guck mal, das erinnert mich auch an meine Uni-Zeit. Exakt so. Ich greife die gar nicht an, die sind schon tot. Ich lasse die. Ich glaube, damit straft man sie mehr. Ach, das ist euer Trick, oder was? Oh, der geile Schnitt von unten. Nach der Rolle. Rollattacke. Pam. Richtig nice. Jetzt sind wir ein bisschen weiter runter schon. Was? Da. Oh, please, not the jar. Anything but that. I promise. I won't ever do it again. I swear, living saint I surely be. Please, you must forgive me, please. Was hast du mit dem Topf gemacht? Oha. Na ja, gut, bringt gar nichts, aber ist trotzdem geil. Ich glaube, die Stelle hier kennen wir aus dem DLC, aus dem Trailer. Wir können jetzt hier von den Töpfen auf die Töpfe wahrscheinlich und dann nach unten. Ein bisschen was von Demon's Souls Level Design. Hier. Als ob einfach da ein Item liegt für mich. Als ob ich doch einfach. Aha. Ih, Alter, was ist denn das? Alter, guckt es euch an. What the fucking Jeopardy? Oh mein Gott, war das eklig. Die Topfgeburt? Alter, waren die eklig. Wow. Also Runenbelohnung ist ja ein bisschen überflüssig. Macht mich richtig fertig, ey. Das hört auch nicht mehr auf. Ich kann eine ganze Klopapierrolle wegrotzen. Okay. Wie kommen wir jetzt hier am besten da, ne? Meint ihr, irgendeiner von denen bricht?
Oh, da ist ein Item. Okay. Eine Rolle, würde ich sagen, oder? Hui, keine Rolle. Glass Shard. Deine Mutter ihre Glass Shard, ey. Hefty Cracked Pot. Zum Werfen, oder? Ist das Sir Alexander da unten? Nee, ne? Irgendeine Scheiße wird uns schon angreifen von da unten. Ich gehe mal lieber hier lang. Oh, das wollte ich nicht. Nun, jetzt sind wir unten. Ja, greif doch an. I knew it. Living Jar Shard, Raw Meat Dumpling, Living Jar Shard. Beide Chats sind bei mir offen. Ich kann alles lesen. Oder was meint ihr? Ich kann alles lesen. Ich lese auch YouTube-Chat, natürlich. Ich muss mich nur auch aufs Spiel konzentrieren und ich kann nicht aufs Spiel gucken und gleichzeitig in den Chat gucken. Aber zum Glück muss ich ja heute viel Nase putzen. Es gibt immer mal wieder die Möglichkeit, um in den Chat zu gucken. Hier könnte man... Ach, ihr könnt springen, ihr Säue, ey, was? Und spucken? Oh, shit! Das könnte... Das war's. Der Grab. Hier kommen die raus.
So, jetzt sind wir... Oh. Jetzt sind wir ein ganzes Stück weiter unten. Aber ihr seht's. Es ist ein sehr tiefer Dungeon. Und das sieht tatsächlich aus, als ob man da unten zumindest auch noch hin kann. Ne? Da unten weiß ich nicht, aber da auf jeden Fall. Das hat hier schon so ein bisschen Moria, oder? Vibes. Nein, du mieses Schwein! Alter, hat er mich einfach da runtergeschubst. Ey, das darf ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja so unverschämt. Das ist ja so unfassbar unverschämt gewesen. Oh. Oh. Jetzt gehe ich direkt hier lang. Das ist ja so unfassbar unverschämt gewesen. Ich bin echt gesagt immer noch geschockt. Wahnsinn. Kann ich irgendwie Shortcutten? Nee. So, jetzt machen wir den ungeduldigen Abgang. Okay, er war ein bisschen zu ungeduldig. Springen wäre das Richtige gewesen, nicht rollen. Ah! Alles Learnings, Leute. Für alle Leute, die gefrustet sind bei Souls-Spielen. Und glaubt mir, ich kenn's. Ich habe meinen Teil Frust auf jeden Fall in all den Spielen und Sessions gehabt. Aber merkt euch einfach, dass Sterben in diesem Spiel einfach dazugehört. Es muss sein. Wenn ihr nicht sterbt, dann macht das Spiel ihr falsch. Ihr spielt dann nicht richtig gut, sondern ihr spielt richtig schlecht. Weil nur durch diese Erfahrung des Sterbens kommen wir in den Genuss des süßen Weins. Und des Verstehens und des Lernens. Es ist wie im echten Leben. Wir müssen Erfahrungen sammeln. Und die Erfahrungen sammelt man am besten durch negative Erfahrungen. Durch Fehler. Ups.
Deshalb ist es ja für mich auch manchmal so schwer, als Deutschlands weltbester Let's Player der Welt aus Deutschland. Alter, ist das ein Riesentopf da hinten? Seht ihr das? Der Topf ist im Haus, Leute. Guckt euch diesen Topf an. Gleich gibt's ein bisschen Topfschlagen. Oh mein Gott! Nein! Sie wollen uns nicht zum Riesentopf lassen. Das wird mich hier fies angreifen. Das hier sieht richtig aus. Hier auch noch. Lost Ashes of War, ey. Also teilweise die Belohnungen in den Dungeons hier passen manchmal nicht so ganz zum Schwierigkeitsgrad, in dem wir uns befinden. Wisst ihr, wie ich meine? Da finde ich auch manchmal so Smithing Stone 3 oder so. Ja, auch die Dinger kann ich für 2000 Seelen oder was kaufen. Hier, Smithing Stone 6, was soll das? Nee, macht keinen Sinn, um die neuen Waffen aufzuwerten. Du kannst die Steine kaufen im normalen Game. Ich kann einfach rüber in die Feste gehen und mir unendlich von Smithing Stone 6 kaufen. Alter, was? Alter, wow.
Naja. Machen wir lieber bei den Doppelklingen, ne? Hier, da geht's runter. Jetzt habe ich echt ein bisschen die Orientierung verloren. Hier habe ich angefangen. Da kam ich her. Dann sind wir hier, haben das Item gesnackt. Hier. Es ist sehr unübersichtlich tatsächlich. Hier kann man leicht mal ein bisschen Loot übersehen. Man hier, ah, da oben, siehst du, hier wimmelt es ja nur so noch von Items. Nur wie kommen wir da hin? Vielleicht hier, dann hier. Wie kommen wir da? Wie kommen wir da hin? Nicht, schaffen wir den? Oh. Hm. Vielleicht über den Weg hier. Sieht gut aus. Oder? Hier. Hier. Ah, kommen wir da hoch? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Glaub nicht. Wir probieren's. Nee. Scheiße. Mann, wie schafft man das? Gibt's nicht irgendeinen Move? Ach ja, mit dem Millennium Move könnte das gehen. Aber so geht's auch. Warum überhaupt so kompliziert? Wenn es auch einfach geht. Was haben wir hier? Hefty Crackpot. Oh Mann, ey. Ohne Scheiß, hier ist echt mehr Pott als bei Simon zu Hause.
ist nur ein Item, aber da ist gar keins. Hier können wir nochmal hoch. Da ist noch was, siehst du. Noch ein Hefty Crackpot. Wichtig. Weil ich den halt 100% nicht benutzen werde. Wobei, es gibt Situationen, wo die ganz gut sind. Aber trotzdem benutzt man sie irgendwie nicht. Okay, ich glaube, wir können die Treppe da jetzt runtergehen. Zumindest sehe ich jetzt hier auf den ersten Blick nichts mehr. Oder? Junge, ist das ein verwirrendes Labyrinth hier aus Töpfen. Jetzt runter. Habe ich alles? Das ist die Frage. Es kann natürlich überall noch das Drachenschwert sein. Und dann gucke ich mir in einem Jahr irgend so ein Vati-Vidya-Video an. Did you know that if you circle this pot 300 times, a secret door opens and reveals a new episode of 200 hours of game content. So. Wir gehen rein. Beziehungsweise runter. Guck dir die Trotteltöpfe an. I believe I can fly. I believe I can die. Oh, da ist jemand sauer. Verständlich. Das war's mit dem Pilotentraum. Bester Spruch, ey. Das war's mit dem Pilotentraum. Da sitzen die zwei Töpfe. Eines Tages werde ich Pilot und ich auch. Wir können es schaffen. Mein Papa hat immer gesagt, wenn man wirklich fest dran glaubt, dann kann man alles werden. Plötzlich steht so einer hier hinter dir mit zwei gekrümmten Klingen. Tschick, 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 tschick. Ah. Nein! Der Vater auch direkt. Tschick, 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 tschick. Sie wollten Piloten werden. Leute, bin ich verrückt oder ist da irgendwas hier unten? Dieser Vorsprung, dieser Topf. Aber wohin? Eben auf die andere Seite für mehr Info. Oh, ich wusste es. Tschüss. Drei? Der lebt ja noch! Jetzt nicht mehr. Oh!
Das war eine gefährliche Nummer hier. Also für normale Spieler. Für mich natürlich nicht, aber... Ich versuche mich auch immer, mein Job als quasi Moderator für euch ist es ja auch, zu moderieren, also zu vermitteln zwischen dem Inhalt und euch, den Zuschauern. Ja, ist ja wirklich so. Und ich kann ja nur vermitteln oder ich kann ja nur gut moderieren, wenn ich auch euren Kenntnisstand mit einbeziehe. Das ist eine Frage von Empathie. Wenn ich ein sehr guter Moderator, also ein sehr empathischer Moderator bin, versuche ich mich natürlich immer auf euer Niveau runterzudenken. Was würdet ihr in dieser Situation wohl fühlen? Mit was werdet ihr konfrontiert? Und bei eurem geringen Skill, ihr seid ja Geringskiller, da muss man sich natürlich dann auch immer direkt überlegen, das wäre wahrscheinlich eine harte Situation jetzt für Chat gewesen. Weil für mich fühlt es sich halt total einfach an. Ne? Also für mich ist es überhaupt keine Herausforderung. Und dann manchmal neigt man dann dazu, das dann irgendwie so zu leicht zu kommentieren. Und dann vergesse ich immer, ihr seid ja Geringskiller. Okay, wir machen weiter. Jetzt habe ich schon wieder die Schnauze voll genommen und wahrscheinlich passiert jetzt wieder was Dummes. Ich traue mich aber nicht hier auf diesen Topf. Aber man käme nicht mehr hoch. Aber warum? Das Spiel will doch, dass ich da drauf springe. Kracht der dann runter? Fährt der hoch? Erstmal gucken, ob es hier überhaupt noch was anderes ist. Ah ja, hier ist auch noch ein Topf. Das ist wahrscheinlich auch ein Aufzug, oder? Nee. Oh, da ist ein Boss. Aber wenn wir da runtergehen, kommen wir nicht mehr hoch. Ist da eine Statue of America? Müssen wir alles nochmal? Das kann ja nicht sein, da muss ja irgendwo... Das ist ja jetzt die große Frage, was wir machen. Was machen wir? Aber es ist für mich nicht ersichtlich, von wo es da dann weitergehen soll. Wenn das nicht ein Aufzug ist, der nach oben oder unten fährt... Ist das einfach eine Todesfalle? Feigling, Angsthase, Angstpotter? Na gut, ihr habt es wohl so gewollt. Geronimo! Aha! I knew it! Mut wird in diesem Spiel nämlich belohnt. So nehme ich. Geil. Was ist das? Was ist das? Es leuchtet blau. Ah, das ist einfach nur die Aufzugplatte. Aha, lalalala. Ich bin der Beste, wer bin ich? Ich bin der Beste bin nun mal ich und nicht dich. So. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Wo sind wir nu? Shit. Alter, wir sind direkt hier! Beim Big Topf!
Great Jar. Was passiert, wenn ich den aufsetze? Greift mich trotzdem an. Ey! Chill doch, Bruder. A great jar which fits comfortably over the head when upturned, attire for the shamans who perform their worship at jails. Increase the power of thrown pots of all sizes. Death and rebirth taken into the hands of mortal men. Okay. Nehmen wir für einen Helm, Leute. Wir haben die freie Auswahl hier. Aber wir wollen Poise 51 haben, damit wir jetzt, damit der Gegner zwei Attacken braucht, um uns zu staggern. Rechts zu sehen. Die Poise-Werte 45, 46, 47, 51 eigentlich das Beste. Oder alles über 51. Also es ist nicht lebenswichtig, aber es ist nice to have. Wenn man die Equip Load hat, dann kann man das ruhig machen. Bull Goat. Kannst du machen, aber du siehst halt scheiße aus. Habe ich auch was Hübsches? Der hier, der neue. 10.3. 11.3. Ja komm, dann nehmen wir den neuen. Der sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dahinter? Nee, ne? Das sind übrigens so Sachen, wie FromSoft noch mal ein paar Stunden Spielzeit aus den Spielen rausholt, indem sie hier so einen Topf dahinstellen, der einfach dafür sorgt, dass Leute wie ich noch mal 10 Minuten lang versuchen, hier zu hüpfen. Und wenn du das regelmäßig irgendwo einbaust, dann holst du noch ein paar Stunden runter von der Uhr. Hier auch wieder. Natürlich versuche ich da hochzukommen. Ich bin Elden Ring-Spieler. Natürlich versuche ich, auf jeden Vorsprung zu kommen. Das geht nicht. Aber die Vorstellung, dass man es irgendwann aufgibt und dann guckt man irgendwann später ein Video, wo es einer macht und dann ist da wirklich was,
Ich glaube, das würde ich nicht verkraften, Leute. Aber ich komme hier wirklich nicht hoch. So, da kamen wir nämlich eigentlich her. Hier ist, glaube ich, genau. Hier ist die Treppe weggebröckelt. Jetzt gehen wir hier lang. Und dann haben wir hier offensichtlich gleich noch Bossy-Action. Aber nach dem Death Knight kann mich so schnell nichts mehr schocken. Ich glaube, bei keinem bin ich mehr gestorben bislang, in keinem Souls-Spiel. Selbst Melania hat mich nicht 50 Versuche gekostet. Auch nicht im NG Plus mit ohne Kriegsasche, Geisterasche. Ich schätze mal, am meisten Versuche bis dato würde ich am ehesten noch sagen Genichiro in Sekiro. Und okay, Ishin habe ich halt noch nicht besiegt. Das könnten auch nochmal 50 plus Versuche werden, aber das ist für eine andere Geschichte. Ah, da ist die Statue of America. Alles klar. Dann können wir ganz entspannt reingehen. Erstmal gucken, was hier passiert. Let's go. Damn, what the fuck? Was geht? Ich weiß überhaupt nicht, wie mir gerade geschieht hier, Alter. Wer greift mich denn da an? Der da! Hä, was macht er denn? Nein, heil dich doch, du Trottel, dann hätte ich einen First Try. Warum mache ich denn nicht ein Heil? Dann hätten alle mal wieder gesagt, wie geil ich bin. Aber ich wollte Full Confrontation machen. Was ja auch okay ist. Meine Herangehensweise an diese Spiele ist immer volle Brutalität. Das ist natürlich eine geile Attacke. Wir springen beide aneinander dauernd vorbei. Den sehen wollte ich. Wollte ich parryen. Wen soll die Scheiße denn treffen? Ich weiß nicht, wie du es jetzt gesehen hast. Was ist das für ein Scheiß-Move, Junge? Frostbite? Du Lackpimmel!
LOL! So. So, die Scheiße. Demi-Human Swordsman Josh. Was stand da mit Eddies Herangehensweise? Ich konnte es nicht mehr lesen. Die ist geil, die Herangehensweise, auf jeden Fall. First try im zweiten try. Wo sind wir eigentlich? Wir sind hier aber unter der Stadt. Ist ja sonst noch irgendwas? Aber auch wieder so eine Belohnung, die ich mir direkt in die Haare schmieren kann. Geisterasche. Darf ich ja gar nicht benutzen. Sonst bin ich ja kein krasser Elden Ring-Spieler. Wer zu viel Spaß hat an Elden Ring, der ist nicht krass. Ja, bei Bonja habe ich gehört, der spielt einarmig mit einer Augenklappe, während er Elektroschocks kriegt auf Level 1 rückwärts mit einer Guitar Hero Gitarre. Die sind wohl krasser als du. Ja. Offensichtlich. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Da, ne? Ja, das war der Dungeon. Ist jemals in so einer Boss-Arena nochmal was gewesen? Das ist eine gute Frage tatsächlich. Es kommt drauf an, was man meint. Also, es gab schon Boss-Arenen, wo dahinter dann noch Türen oder so waren. Glaube ich, meine ich. Wir erinnern uns an, ja, in Elden Ring zum Beispiel, an diesem Altar. Bei Mock kommt man hier übrigens in den DLC. Also es kann schon sein. Und ja, man muss es auf jeden Fall immer verifizieren. Man weiß es ja nicht. So, sollen wir mal den Holzdrachen da abchecken? Wie viel ist es? Was sagt die Zeit? Och, okay, schon. Da geht noch klar. Könnte auch sein, dass der nicht aufsteht, aber ich sage euch, der steht auf. Das sieht hier einfach aus wie ein Kampfgebiet gegen einen Drachen. Perfekte Arena. Aber man kann ihn nicht markieren, auf jeden Fall. Wenn ihn nicht... Oh mein Gott! Okay, man kann ihn markieren jetzt. Was eine Watsche, Alter. Was hat mich da gehittet? Oh oh. Oh 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 oh. Viel Damage mache ich aber nicht, habe ich das Gefühl. Ja, der hat gesagt. Lass mal Stamina aufladen. Ja, da so schräg auf dem Ding sitzt, oder? Ghost Flame Dragon. Oh, das ist weit.
Great Katana. Wie geil. Oh mein Gott, das muss ich gleich ausprobieren. I have so Bock auf the Great Katana. Boah, Alter, wie der reinhaut. Wie der reinhaut. Die Waffe ist vielleicht nicht die beste für den Kampf hier. Das ist ja alles mit Damage. Das war unfair. Das kannst du nicht machen, Bro. Das war legit unfair. Die Double Watsche war unfair. Was soll ich gegen die Double Watsche machen, Leute? Was willst du da machen? Gegen eine Double Watsche. Die Double Watcher war ein bisschen frech. Uff, mega anstrengend zu gucken. Wieso? Warum ist es mega anstrengend zu gucken? Ja, Drachenkämpfe sind auch nicht mein Favorite, muss ich sagen. Ja, das Katana gleich. Jetzt muss ich erstmal hier. Ich habe hier noch Unfinished Business. Ja, don't feed the troll, ist ja richtig. Ich will ja nur den Troll erstmal beleidigen, bevor ich ihn banne. Aber manchmal ist es ja auch gar kein Troll. Vielleicht gibt es ja manchmal einen Grund. Kann man nicht genießen, weil ich gerade AIDS attestiert bekommen habe. Also. Oh, das war nice. Linkes Bein für 1000, wie bei Jeopardy. Oh, die Rückschwarte. Doppelschwarte ansetzen. Das mögen wir nicht. Eierschwarte. Boah, fast in die Fresse. Eigentlich muss man Drachen immer in die Fresse hauen, um sie zu staggern. Aber ist auch immer ein bisschen das Risiko. Jetzt mal eine gewischt kriegen. Ja, so wie hier. Nicht die Doppelschwarte, ja. Okay. Deshalb will man nicht vor ihm stehen. Deshalb will man nicht vor ihm stehen. Ich kämpfe eigentlich auch nicht so gerne auf dem Pferd, aber bei den Drachen ist es tatsächlich manchmal leichter, weil man schneller wegkommt. Aber dafür kann ich meine geilen Charge-Attacks nicht machen und die nicht staggen. Vielleicht müssen wir mal so eine Mischung versuchen. Wir können ja mal beides versuchen. Ja? Ist halt die Two-Shots in dem Spiel, in dem DLC sind halt krass. Die meisten Gegner habe ich das Gefühl, Two-Shotten rein. Nein, renn doch nicht weg, bitte.
Oh, der hat doch getroffen. Come on. Schwing. Nee, nach vorne geschwungen. Der Dreier grabt nach vorne, oder? Gucken mal. Nee. Lame Kotze. Das ist Skill, Leute. Dass man das so im Auge hat, wo es einen trifft und wo es einen nicht trifft. Das kannst du auch nicht lernen, das ist Instinkt. So, jetzt kommt die Schwarten. Nee. Den am Ende durch. Durch die Hosen. Okay, das ist ein Problem. Weg, weg, weg. Nehmen wir mal beidhändig, wie wär's? Schwarte 1 und jetzt kommt die Schwarte 2, oder? Die Vorwärtsschwarte ist ein Facker. Sau ist drüber gesprungen. Ich hab gedrückt. Oh Mann. Ey, komm, Doppelsparte. Ey, zu langsame Reaktionszeit einfach. Tut mir leid. Das Ding ist ja auch nicht. Oh! Mann, nicht die Fresse. Ich kann die Treppe. Ist der nicht staggerbar, wie alle Gegner hier in diesem Spiel? Jetzt kommt die Vorwärtswatsche. Ja. Weggerollt. Halbe Energie, zweite Phase jetzt. Oder was? Watsche 1, Watsche 2 und dann kommt noch eine, glaube ich. Okay. Uah, das ist der lange, oder? Okay. Noch 4 Flasks, auch nicht die Welt. Gern ich auch mal treffen würde. Ich glaube, es ist zu viel Zeit vergeht zwischen den Charge Attacks. Naja, sein Stagger-Balken, wie sich dann seine Stagger-Energie wieder auflädt. Letzte Flask, Leute, das wird nix. Wir wissen es, wir wissen es. Ja, einfach nicht staggern will der Ficker, ey. Jetzt wäre Heilung geil, oder? Ein Stagger könnte den Sieg bringen. Er staggert einfach. Ja, scheiße, ey. Bin die Flas ausgegangen, das hätte ich natürlich gepackt. Aber der ist nicht so schwer. Dauert nur lange. Aber ey, ich wechsle jetzt nochmal auf die Keule.
Aber irgendwie, dass der nicht einen einzigen Stagger ausgelöst hat, ist schon... Das ist schon, oder? Ist das nicht? Doch, das ist schon. Das ist schon nicht schlecht. Uah! Falsche Richtung, warum sagt denn keiner was? Ja, aber der ist absolut doable. Und durable, tatsächlich. Viel Energie, aber die Moves sind eigentlich nicht so. Oh, was? Fat Roll? Immer noch Fat Roll? Schild brauchen wir nicht. Na doch, komm. Ein bisschen näher kommen wir auch schon. Dieser Stagger, siehst du? Nein, zu langsam! The fuck! Aber es geht. Mit der richtigen Waffe. War nicht getroffen. Bam, dafür auf den Kopf, Alter. Das ist die lange. Ja. Nochmal. Doch, erwischt. Zu cool. Nein, nicht gierig werden. Eieiei, das wird wieder eine knappe Kiste. Wenn ich sogar... schlechter versuche. Treffen. Zu viele Nicht-Treffer. Okay, der nächste wird's. Der nächste wird's. Das war schlecht. Ich geb's zu. Einfach zu oft daneben gelangt. Zu oft daneben.
Mann, ich verbrate hier die ganzen Estus-Flasks jetzt. Scheiße. So dumm bin ich. Mann, wieso kann ich nicht ausweichen wie King? Jesus, bin ich schlecht, ey. Runter mit dem Kopf. Nein. Guck, das meine ich. Manchmal trifft man so. Manchmal nicht. Manchmal kommt man in den Kampf rein, manchmal nicht. Hä? Oh, und dann treffe ich nicht wegen der dummen Scheiß. Wegen der dummen Scheiß Skill-Geschichte. Wieder nicht. Oh! Und die zweite holt einen immer, weil die out of sync ist. Ich weiß nicht, wie man auf die zweite reagieren soll. Ich finde das so schwer. Oh, jetzt mache ich ihn platt, jetzt habe ich die Schnauze voll. Halt.
Man denkt, die Reichweite von der Keule ist weiter, aber sie ist eigentlich nicht so weit. Meine Donk-Maschine. Geht er down. Oh, wieder nicht. Nein! Alter, wie reich! Es ist so lächerlich. Come on. Das ist ja einfach nur lächerlich, ey. Er war eigentlich schon tot. Und dann macht er den ultra lang und hittet mich zweimal damit. In meinem Aufsteh. In meiner Aufstehanimation. Alter, ey. Das war ja ein Pech. Wir nehmen Fokus aufs Bein. Seh nix! Nein, das geht nicht. Ah, doch nicht. Nein, er liegt!
geht er down, oder? Nein, noch nicht ganz. Da geht er down. Bitch. Somber Ancient Dragonstone, das ist geil. Das brauchen wir, Leute. Das brauchen wir. Damit können wir unsere Somberwaffen auf Max-Level aufleveln. Und ich habe nur 3 davon noch. Was machen wir hier? Es ist schon krass, wie viele Gegner ich einfach im DLC First Try lege. So, wir checken erstmal das neue Katana, oder? Was geht? Acquisition, wo ist es denn? Zwei davon wären bestimmt auch nicht schlecht. Jeder mit 1. Moveset gefällt mir auch. Stark, stark, stark. Das gefällt mir. Das sieht auch geil aus einfach. Aufgeladene. Einhändig. Es ist nicht besonders schnell. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen zu krass sonst. Das ist ja lustig. Den Angriff gibt es original auch in Sekiro. Diesen dreifach von oben. Ich hätte jetzt den anderen gemacht. Nee. Hier geht auch von links dann rechts und dann links. Das ist ein Move. Das erkennt man, wenn ich einmal R2 drücke, dann geht er zurück in die Stance und wenn ich dann wieder R2 drücke, macht er den. Aber wenn wir, achtet mal drauf, bei diesem Schlag hier, jetzt hat er den linken Fuß hinten und wenn wir dann nochmal R2 drücken, dann wechselt er das Gewicht und macht einen Schwing von links. Finde ich ganz geil. Hier rechts, links, auch wenn es sehr lange dauert. Ich weiß nicht, ob das wirklich einsetzbar ist oder wo, vielleicht irgendein langsamer Gegner oder von hinten. Eins, was halt sehr lang dauert, aber allein dieses Detail gefällt mir, dass sie das einfach so mitbedacht haben, dass wenn man in der richtigen Animation sozusagen wieder Schlag drückt, dass er dann auch was anderes macht, das finde ich einfach so geil. Okay, aber was ist denn das eigentlich? Overhead Stance. Und Blatt hat er auch noch. Scaling Strength Dex, okay. Gut, haben wir jetzt noch nicht hochgelevelt, daher momentan noch kein Faktor für uns. Okay, wir gehen auf
Classic Shit. Right. Right. Was machen wir? Was machen wir in die zweite Hand? Kann ich nicht beide? Ich nicht zwischen den Wechseln? Retro und... So, wir haben eins zum Bonken und eins zum Diesen. Alles klar. An der Stelle für heute. Diese Folge ist zu Ende. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie gut ihr mich findet. Und ansonsten Kritik gerne bei nilsbohmhoff.tv reinschreiben. Er leitet mir das direkt weiter, also könnt ihr alles bei Nils. Und ja, lasst ein Abo da, einen Daumen, wenn euch das Let's Play gefällt und ein Kommi oder so, alles hilft natürlich für den Algo. Und wir sehen uns das nächste Mal an gleicher Stelle. Wenn es wieder heißt, Deutschlands weltbester Let's Player der Welt spielt den Elden Ring DLC.